Elisabeth Báthory de Esset wurde am 7. August 1560 im damaligen Königreich Ungarn geboren. Bekannt ist sie heute noch vor allem als Blutgräfin, seltener als Gräfin Dracula. Báthory litt an epileptischen Anfällen, vermutlich ausgelöst durch die hohe Inzestrate unter europäischen Adelshäusern. Damals wurde dieses Leiden behandelt, indem man die Lippen mit dem Blut gesunder Menschen einrieb. Sie wurde früh Zeuge von grausamen und brutalen Bestrafungen, was sie in ihrem späteren Leben stark geprägt hatte. Angebliche Verbindungen zu Satanismus und Hexerei sind bis heute nicht zu belegen, gehören aber für viele untrennbar zum Blutgräfinnenmythos dazu. Bereits mit 13 Jahren soll sie ein uneheliches Kind zur Welt gebracht haben. Früh lernte sie neben Ungarisch und Latein noch Deutsch und Griechisch. Mit ihrem Ehemann, Ferenc Nassady, bekam sie 5 nachweisbare Kinder, ein 6. bleibt bis heute strittig. Zwischen 1602 und 1604 häuften sich die Gerüchte über Báthorys Grausamkeit, was zu Ermittlungen führte. Mehr als 300 Zeugen wurden befragt. Báthory wurde angelastet, vor allem junge Mädchen im Alter zwischen 10 und 14 Jahren brutal gefoltert zu haben. Von Schlägen, Verstümmelung, Ameisenfolter und dergleichen war die Rede. Es bestand sogar der Verdacht, sie habe Kannibalismus zelebriert. Am 30. Dezember 1610 wurde Báthory unter Hausarrest gestellt. Anders als oft behauptet, gab es kaum Beweise für die angegebenen Verbrechen. Die ungarische Krone beschlagnahmte das Vermögen der Báthorys. Im Januar 1611 fanden 2 Gerichtsverfahren statt. Verschiedene Quellen geben verschiedenste mögliche Opferzahlen preis. Während in einigen von minimal 36 Toten die Rede ist, behaupten andere Quellen, dass es Hinweise auf 650 Opfer gäbe. Offiziell liegt die Opferzahl jedoch bei etwa 80. Báthory wurde schließlich in ihrer eigenen Burg in Einzelhaft gesteckt. Sie wurde in eine ihrer Gemächer eingemauert und nur dünne Schlitze in den Wänden dienten als Luftlöcher und zur Essensübergabe. Sie starb am 21. August 1614 in ihren Gemächern. Die Geschichte der Blutgräfin wurde von Autoren, Musikern und Künstlern immer wieder weitergesponnen, neu interpretiert und verarbeitet. Beispielsweise widmete die Dark-Metal-Band Nachtblut ihren Song Blutgräfin, in dem eine zum Teil eigene Interpretation der Geschichte aufgearbeitet wird.